Wir befinden uns laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der zweiten Phase. Das bedeutet im konkreten Fall, dass seit Dienstag Geschäfte bis zu 400 Quadratmeter wieder eröffnen durften, unter anderem auch Baumärkte und Gartenmärkte. Der Tourismus soll dann Mitte Mai folgen und wir haben nun bei uns vom Österreichischen Verein für Touristik Frau Phyllis Ramberger bei uns. Wie schaut es denn nun aus mit Ihrer Branche? Guten Abend. Schwierig. Wir haben schon mehrmals darüber informiert, dass ja bei uns leider Gottes dieser sogenannte Lockdown wesentlich länger dauert als wir die klassischen 8 Wochen. Neubuchungen sind kaum vorhanden und es wird sicherlich noch etliche Monate brauchen, bis das anläuft. Wahrscheinlich Jahresende. Und welche Bereiche sind nun wirklich am stärksten betroffen in der Touristikbranche? Reiseveranstalter, Reisebüros und Fluglinien. Und das Ganze ist aber ein Ganzes. Das ist ja alles miteinander vernetzt, also in Folge eigentlich auch österreichische Hoteliers. Weil solange Fluglinien nicht fliegen, können ja weder die Österreicher rausfliegen, noch die ausländischen Touristen nach Österreich kommen. Und Österreich ist die Tourismusnation Nummer 1 und es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Verkehr wieder anspringt, sofern natürlich Covid-19 oder Coronavirus endlich besiegt ist. Und viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, ich habe eine Reise gebucht in den kommenden Monaten, wie gehe ich nun vor? Kann ich Stornierungen vornehmen oder wird mir da irgendwie entgegengekommen? Selbstverständlich. Alle Reiseveranstalter, alle Reisebüros bemühen sich und kommen entgegen. Sie können eine Reise nicht kostenlos stornieren, wenn sie erst in 1-2 Monaten stattfindet. Also wir haben das Szenario jetzt seit 16. März. Es wird immer sukzessive verlängert. Stand heute sind wir schon beim 30. Mai. Das heißt, wenn Sie eine Reise haben ab Flug Juni, haben Sie 2 Möglichkeiten. Entweder Sie stornieren, dann ist es kostenpflichtig, oder Sie warten zu. Und die dritte Möglichkeit ist, Sie buchen um. Das ist ja auch kostenlos in den meisten Fällen möglich. Und wenn ich jetzt sage, ich buche um, das heißt, ich gehe einfach zu meinem Reiseveranstalter und erkundige mich da, kann man das jetzt wirklich auf ein paar Monate verschieben oder auch auf nächstes Jahr? Selbstverständlich kann man das auch auf nächstes Jahr verschieben, aber wir reden immer noch mit der klassischen, also von der klassischen Pauschalreise. Wenn Sie jetzt einen sehr, sehr günstigen sogenannten Promo-Tarifflug gebucht haben, dann wird das sehr, sehr schwierig sein, den umzubuchen. Es sei denn, es wird Ihnen ein Gutschein angeboten von der Fluglinie, wie es die Austrian Airlines und Emirates und einige andere bereits machen. Viele werden vielleicht auch eine Reiseversicherung abgeschlossen haben. Wie schaut es denn da aus? Gilt die? Nein, Coronavirus, Covid-19 ist davon ausgeschlossen. Gilt nicht. Okay, aus welchem Grund? Das ist eine Pandemie, Epidemie, Seuche, höhere Gewalt. Es ist auf jeden Fall kein Stornogrund, weil das etwas ist, was niemand erahnen hat können. Sie müssen das wirklich als ganzes Bild sehen. Wir reden da nicht von Einzelfällen. Wir haben jetzt als die am stärksten betroffene Branche, haben wir jetzt Stornierungen weltweit und das über einen Zeitraum von 6 bis 8 Monaten. Das kann auch ein klassischer Reiseversicherer nicht mehr abdecken. Ist einfach nicht möglich. Und es ist ja von der Regierung auch angedacht worden, Österreich Urlaub zu machen in den kommenden Monaten. Wie wird das jetzt angenommen? Gibt es dahingehend schon vielleicht Angebote? Angebote. Selbstverständlich kann man die österreichischen Hotels auch bei den österreichischen Reisebüros, bei den einigen zumindest, buchen. Es läuft langsam an, nur das kann nie und nimmer das Reisevolumen kompensieren. Wir reden da von 4,7 Milliarden in einem Jahr und Sie dürfen auch nicht vergessen, selbst wenn jeder Österreicher in einem österreichischen Hotel Urlaub macht, wird das ein Bruchteil dessen sein, was auch die Kollegen als österreichische Hoteliers brauchen, um wirklich das Jahr wirtschaftlich gut über die Runden zu kommen. Und ich glaube, Tirol ist ja auch ein Land, das sehr betroffen ist, was jetzt das angeht. Überhaupt, wenn man das Thema von Ischgl aufgreift, wie sehen Sie das dann in Zukunft? Hat da Tirol einen Imageschaden erlitten durch diese Ischgl-Causa? Ich glaube, man darf das jetzt nicht so extrem überbewerten. Schauen Sie, die ganze Welt wurde von diesem Coronavirus überrollt. Ja? Es ist sehr schwer oder nicht richtig, meiner Meinung nach, im Nachhinein jemanden Vorwürfe zu machen. Viele, viele Wochen wusste man, egal welches Land, nicht genau, um was es sich da dabei handelt. Es kann schon sein, dass Fehler passiert sind, aber ich glaube nicht, dass es ein längerfristiger Imageschaden ist. Und wenn dann hoffentlich die Grenzen wieder geöffnet werden, derzeit sprechen wir von 26 Staaten, die eine Reisewarnung aufrecht haben, wann glauben Sie, wann wird das Ganze wieder in Betrieb kommen? Wann kann man auch an Flugreisen denken oder an Kreuzfahrten?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das Ganze komplexer ist. Ja. Die Austrian Airlines verhandelt jetzt mit unserem Staat über eine Staatshilfe, absolut zu Recht, weil das Ganze ist ja nicht eine Einbahnstraße. Ja. Es heißt ja nicht, wenn jetzt ein Land die Reisen, die Grenzen geöffnet hat, dass wir dann auch die Fluglinie da haben und das Fluggerät haben. Und wenn dann die Fluglinie in, weiß ich nicht, Beispiel nach Deutschland fliegt oder nach Schweden fliegt, dann muss es auch möglich sein, von dort Passagiere wieder mit nach Österreich zu befördern. Das Ganze ist ein Kreislauf. Und solange das nicht geklärt ist, wird es sehr, sehr schwierig. Und es ist wirklich, es wäre Glaskugelschauen, Ihnen da jetzt ein konkretes Datum zu nennen. Und abschließend, welchen Wunsch haben Sie denn jetzt im Bereich Ihrer Branche, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken könnten, so wie Sie es gerade gesagt haben, mit dieser Kugel? Wir haben eine akute Situation, ein akutes Problem, wo wir dringendst jetzt sofort die Bundesregierung auffordern, endlich zu helfen. Wir reden nicht nur von diesen 10.000 Arbeitsplätzen in den Reisebüros, das Ganze ist ein Kreislauf. Gehen die Reisebüros pleite, wird es weniger Fluglinien geben. Gibt es weniger Fluglinien, kommen auch weniger Touristen nach Österreich. Wir reden von einer Wertschöpfungskette, die alleine im Incoming-Bereich, was jetzt von den Büros kommt, von mehr als 4 Milliarden Euro plus dem, was wir an Outgoing an Umsatz haben. Und da ist es mit Krediten nicht getan. Wir sind eine Branche mit maximal 10% Deckungsbeitrag. Wir brauchen wirklich Entschädigungszahlungen jetzt. Es geht nicht nur um die Reisebüros. Es wird mittelfristig auch die Hotellerie, auch der kleine Kreisler, auch der Fotograf, auch die Museen, es werden sämtliche Betriebe leiden. Und bitte nicht vergessen, Österreich ist, ich muss das nochmal wiederholen, Tourismusnation Nummer 1.